ist natürlich ein besonderer Tag heute. Wir haben ein ganz spezifisches, einmaliges Buch, was wir heute hier vorstellen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir das so schnell hingekriegt haben, vorm Tauschen. Und wir, der Heimatverein, haben natürlich zu diesem Buch was sehr Spezielles, auch ein sehr spezielles Getränk. Und das ist der Blaue Mönch. So, und ich würde mich jetzt freuen, wir haben keine Kosten und keine Mühe gescheut, jedem Gast, der nicht gerade eine Herztablette nimmt oder so, so ein Gläschen zu trinken und mit uns anzustoßen. Sextus Julius Africanus, kennen Sie den? Warum muss ich passen? Müssen Sie passen. Also, ich kenne den auch nicht. Aber er hat vor ungefähr 2000 Jahren gelebt. Und vor 2000 Jahren hat dieser Sextus, hat nichts mit Sex zu tun, ist abgeleitet von Lateinischen der Sechste, hat dieser Sextus Julius Africanus die erste christliche Weltchronik geschrieben. Etwa um die Zeitenwende herum, um Christi Geburt herum. Und er hat mit Ihnen, lieber Detlef Potzig, etwas gemeinsam. Nämlich in 1000 Jahren wird man lesen, der Detlef Potzig hat die erste Chronik der Stadt Taucha geschrieben. Lieber Die Chronik von Taucha ist erschienen, ist heute in die Öffentlichkeit verabschiedet worden. Was war der Grund des Taucher Verlages, diese Chronik zu verlegen? Ja, es wäre ja ein Kuriosum, wenn ein Verlag, der in Taucha sitzt, ein Projekt angeboten bekommt zur Geschichte der Stadt Taucha und sagt, das ist es einfach nicht vorstellbar, das ins Programm zu nehmen. 199 Seiten sind gefüllt. Die Taucher Chronik ist auf dem Markt seit heute verabschiedet. Wie schwer war es denn, diese Seiten zu füllen? Ja, ich habe intensiv 6 Jahre daran gearbeitet und natürlich im Vorfeld noch mehr. Wie viel Material war denn zu sichten und vor allen Dingen, wo gab es denn etwas zu sichten? Ja, die Fülle des Materials ist sehr, sehr groß gewesen. Das meiste, was ich gelesen habe, war aus der Zeitung, den Zeitraum 1842 bis 1918. Dazu in Kirchenbüchern, in Archiven, Museumsarchiv, Kreisarchiv als Beispiele. Sehr viel. War es nicht schwierig, den Taucher Verlag zu überzeugen, dass er das Buch verlegt? Das ist nicht schwierig gewesen. Der Taucher Verlag, sprich in Person Professor Dr. Dieter Nadolski, der sich sehr für Taucher Belange einsetzt, hat, nachdem er das Manuskript gesehen hat, sehr positiv reagiert. Was war denn eigentlich die Motivation, dieses Buch zu schreiben oder diese Daten zu sammeln und dann zu veröffentlichen? Ja, es gibt verschiedene Gründe. Einmal meine ich, dass es wichtig ist, einer Stadt ein Gesicht zu geben. Das heißt, eine Seele oder ein Gesicht durch die Erfassung auch der Vergangenheit. Ich habe nicht umsonst meinem Buch ein Zitat von Hermann Hesse vorangestellt, auch bewusst von ihm. Es gibt eine ganze Reihe ähnlicher. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann auch die Zukunft gestalten. Hermann Hesse, weil er dieses Jahr seinen 50. Todestag hat. Das Buch endet ja 1918. Jetzt werden wir uns irgendwann mal, hoffe ich, denke ich, der Gegenwart nähern. Ist sowas in Planung? Das ist in Planung. Hier ist natürlich die Frage, in welchen Abschnitten ich das schaffe. Ich werde ja auch nicht jünger. Hoffe natürlich noch, geistig eine Weile frisch zu bleiben und hier weiterarbeiten zu können. Herr Potzig, toi 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 für das weiter Voranschreiten der Chronik von Taucher. Taucher braucht sowas, Taucher hat sowas noch nicht. Viel Gesundheit und viel Erfolg und viele gute Quellen, die Sie noch finden werden für den Band 2. Ich danke natürlich auch dem Taucher Internetverein, der sich auch immer für Taucherbelange einsetzt und heute
so wie von mir erwartet, sich hier hat auch blicken lassen. Danke. Ich bin natürlich sehr erfreut, dass es eine neuere oder eine aktuelle Chronik von Taucher gibt und damit unheimlich viele neue und interessante Dinge auch herausgefunden worden sind. Und ich glaube, dass mit dieser Chronik doch für Taucher eine ganz wichtige und bedeutende Schrift entstanden ist, die viele Taucher und aber ich denke auch viele Gäste und viele Menschen aus dem Umland interessieren wird. Wir sind ja selbst Autor vieler anderer Bücher, historischer Bücher. Wie schätzen Sie den Inhalt dieser Chronik ein? Ich habe schon zu Beginn oder im Rahmen dieser Veranstaltung, dieser heutigen Buchpremiere gesagt, dass ich fest davon überzeugt bin, das ist ein Jahrhundertwerk. Also es wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren sich niemand wieder dieser Mühe unterziehen, eine solche akribische Arbeit anzufertigen. Der Autor Detlef Borzig arbeitet schon mit großer Energie und mit großem Zeitaufwand an einer Chronik von 1919 bis in die Neuzeit hinein. Diese Chronik schließt sich ja mit 1918 ab, also mit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Am Schluss des Buches sind die gefallenen Taucher nebst den eingemeindeten Dörfern aufgelistet, gefallenen während des Ersten Weltkrieges. Ob er das bis zum Zweiten Weltkrieg hinziehen wird, muss man sehen. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Buch eine große Schwierigkeit zu meistern hat. Denn wir wollen es einfach nicht sehr viel umfangreicher machen als der Band 1, den wir mal so nennen wollen. Aber die Fülle des Materials wird eine komplizierte Sache sein. Vier Städte gibt es in der Welt, die du besuchen musst. Neapel, Kopenhagen, Wien und Taucher zum Beschluss. Und hat uns Vorgau einkassiert, so ficht uns das nicht an. Solang sich noch die Erde dreht, ist Taucher vorne dran. Das bisschen Leid schwirrt einverleibt, und damit schließt das Lied.